Durchgangsverkehr bei Autonotizen. Wir haben natürlich weiterhin durchgehend geöffnet, zeigen euch viele Autos und ihr habt die Informationen und die Unterhaltung. Nicht vergessen, den Kanal abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Die Webseite besuchen mit vielen News und Testberichten, autonotizen.de. Da findet ihr alles und auch heute kümmern wir uns natürlich wieder um ein Auto im Video-Review. Neue Modellpremieren finden ja zurzeit nicht so oft statt und Fahrveranstaltungen, wie man das so kennt. Deswegen kümmern wir uns mal um Autos, die es schon länger gibt, die beim Händler stehen, die man kaufen kann, wenn man denn möchte und ein Auto braucht. Eins habe ich hier dabei in der sportlichen FR-Line. Das ist der Seat Alhambra. Seit 10 Jahren ist der mittlerweile auf dem Markt, baugleich mit dem VW Charan. Und ich finde, er ist es durchaus wert, dass wir ihn mal ausführlich behandeln. Nicht nur, weil er, jetzt kommt das Nerdwissen für den Stammtisch, in der FR-Line seit einiger Zeit einen anderen Kühlergrill hat, den FR-Line-Design-Kühlergrill. Und hier hinterm Seat-Emblem steckt auch noch eine Neuheit, die es ja auch im Charan neu gibt seit 2019. Beide Modelle sind nämlich jetzt mit Frontkollisionswarner, Spurhalteassistent und ACC, also der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage, ausrüstbar, wenn man denn möchte. 4,85 Meter lang ist der Seat Alhambra, also im Format einer Mittelklasse-Limousine. Hier auf 18 Zoll Felgen in der, wie ich finde, ganz coolen Farbe White Silver. Sieht weiß aus, im Licht sieht silber aus und ist im Vergleich zu einem rein weißen Auto relativ schmutzunempfindlich. So kommt er also hier unschuldig lackiert und stellt zwei Fragen. Die erste ist, muss es immer SUV sein? Und die zweite ist, muss es denn alternativ gleich ein Multivan oder Zafira Live oder Traveler oder sonstiger Bus sein. Wenn man den Seat Alhambra, so wie es hier die Leute, die diesen Testwagen konfiguriert, gemacht haben, voll ausstattet, dann spielt er auch schon beim Zugang, bei dieser hypermodernen Knopflosigkeit, gar nicht mit. Wir haben die Standheizung an einem extra Anhänger, kennt man ja vom Volkswagen-Konzern, die äußerst praktische Fernbedienung, morgens am Frühstückstisch on oder off. Dann den altbekannten Schlüssel, aufsperren, aufsperren, zusperren. Dann haben wir hier zwei elektrische Schiebetüren, für jede Seite eine. Und an der Seite haben sie es geschafft, noch einen Knopf anzubringen für die elektrische Heckklappe. Alles natürlich gegen Aufpreis. Die kann man auch mit Fußkick öffnen oder ganz klassisch mit dem Druck auf den Knopf an der Heckklappe. Bevor wir jetzt aber reingehen, wir haben das Auto jetzt für das Kofferraum-Review extra mal in Schatten geparkt, denn das wird ein bisschen länger dauern. Zeige ich euch noch hier am Auto was. Auf Knopfdruck fährt sie aus und kann arretiert werden. Die Anhängekupplung. Und dann, also wenn der Alhambra, so wie der Testwagen hier mit 177 PS TDI, 7-Gang DSG und Allradantrieb ausgestattet ist, packt er hier 2400 Kilogramm maximale Anhängelast. Und ja, damit wird schon mal eine Frage muss es immer SUV sein, beantwortet. Die Anhängelast ist hier größer als bei manchem vielleicht preislich vergleichbaren Kompakt- oder Mittelklasse-SUV. Also da kriegt man großen Wohnwagen, Pferdeanhänger oder was man sonst noch so hat, eben hinten dran. Aber jetzt schauen wir eben noch mal hinten rein. Das große Tor ist offen. 685 Liter ist das Grundvolumen mit fünfsitziger Sitzaufstellung. Wenn, so wie es natürlich wie alles hier im Testwagen drin ist, die 7-Sitzer-Option gekauft wurde. Sonst sind es über 800 Liter. Die Sitze liegen nämlich hier statt zusätzlichem Laderaum unter dem flachen Boden. Aber schauen wir uns erst noch mal den Kofferraum hier an mit der Auskleidung. Übrigens alles, wie ich finde, schön weiche Teppiche. Also da will man jetzt nicht irgendwie drauf schlafen. Aber im Gegensatz zu vielen modernen Autos, nehmen wir uns ruhig auch mal die neuen MQB-Modelle. Dann sieht man, dass hier, als damals diese Autos geplant waren, der dicke Rotstift noch nicht so stark regiert hat in Wolfsburg und dann also auch in Martorell, wo die Produkte geplant werden. Wir haben hier über der Taste für die Anhängerkupplung eine 12-Volt-Steckdose und einen Taschenhaken. Man sieht dann auch die Hochwertigkeit, also Hochwertigkeit in Anführungszeichen, im Vergleich zu heute, dass hier so ein abgeschlossenes Fachteppich beschlagenes Kläppchen über dem Verbandkasten ist. 4 feste Verzurrösen sind auch da, kann man also Ladung praktisch verzurren. Und jetzt kümmern wir uns mal in aller Länge und Ausführlichkeit,
so wie ihr es vielleicht jetzt in einem Showroom machen würdet, darum, was kann man hier alles klappen und verstellen. Dazu nehmen wir jetzt erstmal die Gepäckraumabdeckung heraus. Feder vorgespannt, die kann ich dann weiter hinten auch noch arretieren. Und wir wollen jetzt, weil unsere drei Kinder gesagt haben, die Freunde Klaus und Maria wollen auch noch mitfahren, brauchen wir jetzt die Sitze 6 und 7. Ein Zug an einer Öse, klappt hier die Verkleidung hoch, dann ziehe ich hier, tschack, Nummer 6 und Nummer 7. Die Sitzlinie steht schon mal. Darunter habe ich dann hier, wie man sieht, noch ein Laderaumfach. Also kann ich dann hier ja, zwei Getränkekisten und ein bisschen Einkäufe auch zu siebt einladen, wenn ich den möchte. Und wie man das jetzt vorne weitermacht, das schauen wir uns jetzt an. Das kann ich natürlich praktischerweise hier dem Kamera an die Heckklappe elektrisch, die Seitentür elektrisch öffnen. Und wir klappen mal diesen Sitz nach vorne, dann sieht die Kamera auch, was ich da jetzt so treiben will und werde. Die Sitzlehne ist eben aufgestellt, dann drehe ich hier und raste die Sitzfläche ein. Zwei Sitze hier hinten. Ich bin 1,92 Meter groß, also relativ groß, deswegen jetzt nicht unbedingt Normmaß. Wenn ich jetzt aber den Sitz hier zurückstelle, wenn man jetzt hier mal reinfilmt, sieht man, dass ich natürlich jetzt hier schon eigentlich keinen Knieraum habe. Aber es ist mehr, als wenn man sich im manch 7-Sitzer-SUV hinten reinsetzt. Und ja, Kinder und Jugendliche bis 1,50, 1,60 halten es hier schon mal aus, wenn es nicht irgendwie 2000 Kilometer nonstop am Stück von Nord- nach Südeuropa geht. Die Kopfstützen lassen sich auch weit genug rausfahren. Bei mir wird es dann jetzt hier eng mit der Kopffreiheit, weil ich eben so groß bin und das Dach hier ein bisschen abfällt. Wir haben zwei Isofix Vorrüstungen, also zwei Bügel für Isofix an jedem Sitz. Das heißt, wir können 5 Kindersitze mit Isofix hier im Fahrzeug vor des 7-Sitzers installieren. Und allein das ist schon mal ein Alleinstellungsmerkmal, das natürlich Alhambra und Charan gegenüber vielen, vielen Mitbewerbern haben, wo es ja eigentlich gar nicht mehr viele gibt. Wir haben noch den Ford Galaxy und S-Max. Der Renault Espace hat sich verabschiedet. Das ist mittlerweile so ein Reisecruiser, so ein bisschen zwischen den Stühlen, und die großen Vans sterben leider aus. Wenn man hier hinten sitzt, ich komme zurück zu Sitzen 6 und 7, kann man dann hier auch noch Sachen in so ein Ablagefach reintun. Und hier gibt es dann zwei Cupholder, also kann man dann hier zumindest ein Getränk rüberreichen. Dann gehen wir doch mal im gleichen Atemzug nach vorne. Das wird eine lange Szene. Klappen den Sitz um. So, auch diesen. So, hier vorne kann ich dann den Sitz längs verstellen, hier unten. Also ich kann die Sitze, drei Einzelsitze in der zweiten Reihe, kann ich längs verstellen. Ich kann die Lehnenneigung verstellen, von steil auf flach. Habe natürlich auch drei Kopfstützen. Ich mache jetzt bei mir mal die Tür zu. Praktischer Knopfdruck. Und Warngeräusch ist natürlich ein teures Extra, aber bringt was, wenn ich zum Beispiel jetzt Kinder habe, die im Auto herumtollen. Und dann hier die Türen auf- und zuschlagen und da vielleicht dann doch ein Arm drin ist. Die elektrische Schiebetür hat natürlich die Stoppautomatik und auch diesen Warnton. Also, jetzt kommen wir zurück zur Sitzposition hier. Besser als ganz hinten. Mehr Kniefreiheit, aber typisch Van und für große Menschen wie mich eben nicht so ideal. Durch diese drei Einzelsitze hinten sitzt du relativ nah an der Seitenwand. Also sitzt man schon von der Enge ein bisschen beschränkter, da ist auf so einer Rücksitzbank, kann man sich irgendwie besser arrangieren. Man sitzt relativ weit oben. Wir haben hier praktische Tische mit so einem Cupholder. Das bringt mir persönlich jetzt aber eben mit meiner Größe nicht allzu viel. Der ist natürlich dann für Kinder schon eher gedacht, hier der Alhambra. Und wenn man kleinere Kinder hat, die vielleicht kein Isofix mehr brauchen, gibt es noch eine tolle Option. Und da kann ich wählen, will ich einen, will ich zwei. Ein Hebelchen hier. Klappt sich ein integrierter Kindersitz auf, aber da fehlt doch was. Klar fehlt da was. Dann nehmen wir mal die Kopfstütze raus und nehmen die dann mitgelieferte Kinderkopfstütze hinzu. Und dann habe ich hier einen Kindersitz mit einer Arretierung des Kinderkörpers, dass der, also auch wenn das Kind schläft, der nicht so zur Seite kippt, würde ich, glaube ich, auch, gut, da sind jetzt leider die Verankerung ein bisschen kurz, fände ich ja eine ganz coole Alternative auch zu so einer Schlafkopfstütze
wie es sie zum Beispiel im Skoda Octavia oder Kodiaq gibt. Also das ist ein äußerst praktisches Tool, würde ich jedem empfehlen, der Kinder hat, das mitzubestellen und zwei Autos hat. Dann entfällt diese ständige Kindersitz hin und her getrage und wo ist das Auto mit dem Kindersitz und nicht da und Mist. Und das dürfte auch beim Wiederverkauf eine Rolle spielen. Wenn der hier runtergeklappt ist, erkennt man eigentlich keinen Unterschied. Wir haben hier in der FR-Line serienmäßig Sitze aus Leder mit Alcantara-Mittelbahnen, roten Kontrastnähten. Sieht ganz schnieker aus und gut, mit dem Alcantara ist natürlich mit kleinen Kindern suboptimal, vielleicht mit Flecken und Kratzern, aber es gibt ja nicht nur die FR-Line, sondern auch den Alhambra als Style und Excellence. Bleiben wir noch einen kleinen Moment hier hinten. Vollausstattung, wie gesagt, im Testwagen. Dazu gehört die Option 7-Sitzer mit Standheizung und Klimaautomatik. Drei Zonen, zwei vorne und eine hier. Also habe ich hier in der Mittelkonsole auch noch Bedienfelder, um die Temperatur und die Intensität der Lüftung einzustellen. Und hier drunter auch gegen Aufpreis. Ich wiederhole mich, eine 230 Volt Steckdose, 150 Watt Leistung. Da kann man also mal Laptop oder Handhelds aufladen. Ja, die Urlaubsfahrt hier hinten könnte durchaus Spaß machen. Und was fehlt dafür? Natürlich ein Pilot und der sitzt vorne. Willkommen beim Geschichtsunterricht. Ja, liebe Kinder, es gab eine Zeit vor MIB3, vor voll digitalisierten Innenräumen. Und auch damals gab es im Volkswagen-Konzern schon viele Gleichteile, wie zum Beispiel dieses Radio-Navigationsgerät. Bei VW hieß es RNS 510, bei Skoda damals auch schon Columbus, und im Charan und im Alhambra ist, meine ich, ich überlege gerade spontan, das sind die einzigen Autos, wo dieses Gerät noch verbaut wird, aber auch modernisiert. Wir haben hier Full Link, wir sehen hier Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link kann ich also hier verwenden. Die USB-Steckdose steckt in der Mittelkonsole. Hier gibt es auch eine Außenantennenanbindung fürs Mobiltelefon. Also kann ich mein Telefon hier spiegeln, kann aber auch das Navigationssystem natürlich verwenden, das hier eingebaut ist, aber alles schon ein bisschen kleiner, wie man es heute von vielen anderen Autos gewohnt ist. Wir haben diesen Annäherungssensor, also so die Vorvorstufe der Gestiksteuerung. Dann kann ich dann hier die Tasten drücken. Darunter die Klimaautomatikbedienung, auch über viele Jahre gelernt mit den Sitzheizungstasten hier und dann die Einstellmöglichkeiten für Temperatur und Gebläseintensität. Darunter weitere Tasten für die elektrischen Schiebetüren. Ich kann die eben auch vorne öffnen und schließen. Ganz praktisch, wenn hinten die Kinder, der Tanzclub, die was weiß ich für Bekannte und Freunde eingestiegen sind, kann ich das dann hier steuern. Genauso wie die Heckklappe und hier im Testwagen das adaptive Fahrwerk, das DCC eingebaut, kann ich dann hier die Dämpfer in drei Stufen verstellen. Dazu später mehr beim Fahren. Der Wählhebel des 7-Gang-DSGs ist hier. Der 7-Gang-DSG gibt es mit dem 177 PS und Allradantrieb. TDI, die Variante mit Vorderradantrieb, hat dann 6-Gang-DSG und das gibt es auch für den 150 PS TDI und den einzigen Benziner mit auch 150 PS. Was wir hier auch drin haben, auch ein bisschen oldschool, ein Raucherpaket mit einem Zigarettenanzünder und einem Aschenbecher. Auch sowas gibt es noch in den Teilelagern. Das Multifunktionslenkrad kennen wir auch über viele Jahre. Hier unten abgeflacht mit perforiertem Leder. Hier an der Seite rote Kontrastnähte, gehört zur FR-Line-Ausstattung. Genauso wie hier diese graue dritte Spange mit dem FR-Logo. Und die trägt das gleiche Grau wie die Außenspiegelkappen dahinter. Analoge Rundinstrumente, in der Mitte ein farbiges Display. Das war dann damals auch so ein Evolutionsschritt. Es kommt das Display farbig. Und das ist aber auch heute noch wunderbar in seiner Funktion. Ich kann über das Multifunktionslenkrad kann ich hier die verschiedenen Ebenen verstellen. Wir haben hier die Fahrassistenten, es gibt einen Verkehrszeichenassistent zum Beispiel, dann die ACC, das sagte ich ja vorne, und dann kann ich hier Audio, Navigation, mir die Hinweise, also Pfeilhinweise zum Beispiel hier reinrufen, Telefon, und dann kann ich hier auch die Standheizung mit verschiedenen Startzeiten und Dauern mir einstellen, aber da kann man eben auch ganz easy die Fernbedienung verwenden. So, wenn ich dann hier in den Assistenten bin, ich hatte den Verkehrszeichenassistent gezeigt, es gibt noch den Spurhalteassistent, die kann ich hier also alle mit Tastendruck auf diese Walze aktivieren und deaktivieren. Den Ausparkassistenten, also Totwinkelwarner für nahenden Verkehr, genauso wie den Totwinkelwarner während der Fahrt. Und wir haben Kurvenlicht mit Bixenon-Scheinwerfern, ist ja
auch heutzutage schon ja nicht mehr ganz aktuell, aber genauso wie die neuesten Infotainment-Sachen hier in dieses Auto nicht mehr reinpassen, so sind es wohl auch LED-Scheinwerfer mit der ganzen Steuerung, denn wir haben hier kein MQB-Auto, sondern der basiert noch auf einer alten PQ-Plattform, wie es eben früher auch Golf, zum Beispiel Golf 5 und Passat waren und ja, der Alhambra und der Charan dann hier als die größte Ausbaustufe. Also das funktioniert hier alles intuitiv und gut. Wir haben eine Sprachsteuerung, kann Telefon, Audio und Bordcomputer hier über das Multifunktionslenkrad bedienen. Wir haben die ACC und die Geschwindigkeitsregelanlage über einen dritten Lenkstockhebel hinterm Lenkrad und den klassischen Drehregler für Fahrlicht, natürlich auch mit einer Automatikstellung hier links vom Lenkrad. Hier oben auf dem Armaturenbrett ist ein großes Ablagefach mit Klappe, also nicht offen, auch mit Teppich ausgeschlagen, genauso wie übrigens die Türverkleidungen. Und allein das ist schon größer als bei vielen Autos das Handschuhfach, sehr praktisch für Sachen, die man halt spontan braucht, Taschentücher, wie auch immer. Die Sitzposition vorne passt prima, nur zwei Sitze, eben nicht drei kleine Sitze. Ein großer, hoher Sitz, hier elektrisch verstellbar im Testwagen, auch mit der Lendenwirbelstütze. Kopfstütze lässt sich weit genug rausziehen und ich kann sie auch in der Weite verstellen, also in der horizontalen Position, sehr bequem. Das Einzige, was mich als großen Fahrer ein bisschen stört, ist der Punkt hier vom Sicherheitsgurt. Ich habe den relativ weit unten. Trotzdem liegt der, weil ich relativ weit hinten sitze, nicht straff genug am Oberkörper an, weil ich eben zu weit hinter der B-Säule sitze. Das ist in manchen Autos, vor allem bei fünftürigen Kompaktwagen, der Fall und ja, nicht ganz so ideal. Das Lenkrad lässt sich in der Höhe und in der Weite einstellen und hier merkt man auch, das ist auch gewesen bei vielen Autos, die ja um diese Zeit im Volkswagen-Konzern entstanden. Ich selber habe einen Skoda Superb-Vorgänger, da kann man auch das Lenkrad nicht weit genug rausstellen, das ist hier auch der Fall. Also müsste ich eigentlich ein bisschen weiter den Sitz nach vorne machen, dann passt es mit dem Gurt ein wenig besser und auch mit dem Lenkrad. Aber auch so, wie ich hier jetzt für mich bequem den Sitz eingestellt habe, lässt es sich echt ganz gut fahren und genau das machen wir jetzt. Thank you for traveling with German Autonotizen. Man fühlt sich ein bisschen wie so ein ICE-Zugführer. Riesige Windschutzscheibe, schräg, ein langes Armaturenbrett, eben typischer Van-Style. Und auf unserer nicht schienengebundenen, aber trotzdem Schnellzugfahrt zieht es uns natürlich jetzt auch auf den Fernschnellweg, genannt Autobahn. 177 PS leistet der 2 Liter TDI, das ist nun nicht natürlich der neue 2 Liter TDI Evo, sondern ein altbekannter Motor. Auch der schafft hier Euro 6 die Temp, hat den SCR-Katalysator zur Abgasreinigung, aber man sieht auch daran, wie das AdBlue eingefüllt werden muss, dass es hier halt nachträglich installiert wurde, denn ich kann hier nicht einfach die Tankklappe öffnen und neben dem Einfüllstutzen für den Diesel dann AdBlue reinfüllen, sondern das geht ein bisschen fummelig über einen Einfüllstutzen im Kofferraum. Der Motor zieht nach einer Gedenksekunde, früher kannte man die Vokabel Turboloch noch ganz gut raus, 208 km/h ist die eingetragene Spitzengeschwindigkeit und in 9,1 Sekunden geht es von 0 auf 100. Der WLTP-Verbrauch liegt zwischen 7,3 und 7,6 Litern auf 100 Kilometer. Hier im Testalltag sind es ein bisschen über 8 Liter. Eben großes Auto mit großer Stirnfläche, Allradantrieb, also ist jetzt nicht der Rekord-Spritsparmeister. 2019, ich hatte es erwähnt, kamen ein paar moderne Assistenzsysteme in Alhambra und Charan. Die Autobahnen sind dieser Tage relativ leer, aber wir versuchen jetzt mal irgendwo aufzuschließen. Ich aktiviere die Geschwindigkeitsregelanlage. Wird dann hier durch den Zug an diesem dritten Wählhebel eben aktiviert. Jetzt bin ich hier auf 168 km/h und vor uns fährt einer. Und jetzt wird die ACC genannte adaptive Abstandskontrolle aktiviert. Das Auto bremst jetzt hier ab auf 140 und bleibt dann eben
dem Hintermann mit genügend Abstand sozusagen auf der Spur. Und den Abstand kann ich dann, wenn ich möchte, eben auch verstellen und ja, dann hier den Sicherheitsabstand einhalten. Dazu gibt es den Spurhalteassistenten, der hier gegenlenkt, also nicht nur warnt, sondern gegenlenkt. Und damit kann man natürlich auch auf der Langstrecke sich schon ein bisschen vom rüstigen Alhambra assistieren lassen. Nicht nur auf der Autobahn, auch in der Stadt und auf Landstraßen fährt er echt entspannt und bequem. Er passt ja auch in Städte ganz gut rein. Er ist 4,85 Meter lang. Ich sagte das anfangs, also 12 cm länger als zum Beispiel ein Seat Tarraco, 1,90 Meter breit. Also er passt auch in die Normgarage, 1,75 Meter hoch. Damit passt er auch in Parkgaragen und ist eben handlicher als zum Beispiel ein VW Multivan, den sich ja viele Leute gleich ganz hektisch kaufen, wenn sie irgendwie mehr als 2 Kinder haben und auf einmal Platz ohne Ende brauchen. Der Motor ist stets präsent, ist eben nicht der neueste TDI, aber die Windgeräusche halten sich erstaunlich im Hintergrund, auch auf langen, schnellen Autobahnetappen. Man hat eine hervorragende Rundumsicht, weil die großen Scheiben steil stehen, die Gürtellinie weit unten ist. Also fühlt man sich echt wie im Glashaus. Der Innenraum heizt sich natürlich auch stark auf im Sommer, wenn das Auto lange in der Sonne steht. Aber die Klimaanlage macht ihren Job ganz gut. Teuer ist so eine Alhambra. Wo man vielleicht ein bisschen Geld sparen könnte, wäre meiner Meinung nach das DCC. Ich habe hier diesen Schalter, den erwähnte ich ja vorhin, in der Mittelkonsole und kann die Dämpfer in 3 Stufen umschalten. Einmal normal und die Normalstellung, wie ich finde, erledigt ihren Job super. Das Auto ist ausreichend komfortabel. Wir haben hier 18 Zoll Felgen bei der FR-Line. Das passt prima. Wenn ich die Komfortstellung aktiviere, dann wird es alles noch mal ein bisschen gediegener. Ja, aber ich finde, die Spreizung ist nicht so groß, dass man die DCC-Option als unbedingt haben oder ansehen müsste. Denn die Sportstellung, die es ja auch gibt, die macht natürlich bei dem Auto keinen Sinn. Da wird dann jede Straße einfach zur Rumpelpiste. Das Auto wird einfach nur hart und nicht richtig straff. Und das passt ja eben nicht zum kommoden Auto, einem großen Aufbau, dieser harte Federungsabstimmung, die dann auch immer wippt. Deswegen fahre ich auch hier den Testwagen mit DCC, meist in Normalstellung. Und dann kann man sich das extra, wenn es denn finanziell nicht unbedingt gar keine Rolle spielt, auch bleiben lassen. Auch innerstädtisch beim Abbiegen kommen eben die großen Fenster zum Tragen, alles wunderbar übersichtlich, ich erwähnte es. Und der Motor zieht dann auch schön raus und ja, man kann es also im Rahmen der Möglichkeiten schon auch ein bisschen fliegen lassen für den Spaß an Feierabend. Und nichtsdestotrotz oder als Fazit von allem ist der Alhambra vor allem mit dem starken Diesel einfach echt ein konsequent entspanntes und entspannendes Reiseauto. Im direkten Vergleich, Charan oder Alhambra gefällt mir optisch. Der Alhambra ist seit jeher ein bisschen besser. Ich finde, dieser plakettenartige Kühlergrill wirkt ein bisschen sportlicher und jünger als der flachere Grill vom Charan. Und auch der kleine Kniff der anderen Heckleuchtengrafik, den finde ich hier beim Alhambra besser. Außerdem ist er deutlich günstiger als der Charan, so 3.000, 4.000, 5.000 Euro je nach Ausstattung. Den Charan gibt es als Comfortline und Highline. Den Alhambra gibt es in 3 Ausstattungslinien. Als Style, da fängt er dann bei 35.670 Euro an mit dem 1,4 TSI und Schaltgetriebe. Und damit ist er leider schon recht teuer, denn er ist 5.000 Euro ungefähr teurer als der Tarraco Style mit dem 1,5 TSI. Ja, und dann werden halt die Leute sich vielleicht schon überlegen, hole ich mir halt den SUV, der ist ja auch so ein bisschen moderner. Über dem Style ist dann noch die Excellence genannte Nobel-Version und hier der FR-Line. Der startet dann in Verbindung mit diesem Motor, also 177 PS Diesel Allrad bei 46.485 Euro, also viel Geld. Der Testwagen hier mit eben allem drin außer Schiebedach ist dann schon fast 62.000 Euro teuer. Das ist ein Haufen Geld,
Aber genauso viel Geld stecken manche eben auch in ihren Kompakt- oder Mittelklasse-SUV. Und jetzt kommen wir doch zu den zwei Fragen, die der Alhambra für mich auf jeden Fall beantwortet. Muss es immer SUV sein? Nein, wenn man halt auch selbstsicher und entspannt genug ist, sich so ein Auto in die Garage zu stellen. Man hat die hohe Sitzposition, es ist ein entspanntes Reiseauto, man kann gemütlich geradeaus cruisen. Ja, er hat nicht mehr das größte Display, er hat kein LED-Licht, er ist nicht ständig online und so weiter und so fort. Das ist eben dem Alter des Autos geschuldet. Und gegenüber den SUVs hat er eben den praktischen Vorteil dieser Schiebetüren, optional elektrisch, aber auch wenn die manuell sind, eben wenig Platz, also auch Kinder können die aufmachen, wenig Platz wird benötigt zum Nachbarauto, also gibt es dann auf Parkplätzen oder in der Garage keine Dellen. Wir haben hier beim Siebensitzigen die 5 Einzelsitze hinten mit 5x Isofix. Und das ist die nächste Frage, muss es immer Multivan sein? Nein, denn auch wenn der Alhambra teuer ist, kann man sich eben das Geld für so einen größeren Bus sparen, wenn man auch da wieder den Coolness-Faktor vielleicht außer Acht lässt. Denn nicht nur die Familie, sondern auch Sportgerät, Fahrräder und so weiter passt hier rein. Und ich habe eben mit diesem Mittelklasse-Van-Format einfach noch ein Auto, das in normale Garagen passt. Auch ein Multivan oder eine Mercedes V-Klasse passt natürlich mit den 2 Metern auch in Parkgaragen. Aber hier habe ich einfach gerade in der Innenstadt, wo es manchmal noch ein bisschen enger und flacher zugeht, schon die bessere Lösung. Ich finde das Auto echt okay, nennt mich Spießer, hatet mich und nein, ich habe kein Geld bekommen, das zu sagen. Das ist meine freie Meinung, finde ihn irgendwie immer ganz cool und finde ihn auch nach wie vor cool. Freut mich, dass ich jetzt mal den Alhambra endlich mal euch vorstellen konnte. Allzu lange wird es ihn nämlich nicht mehr geben, glaube ich. Die Rechtslenkerversionen wurden schon eingestellt, zumindest in Großbritannien läuft er aus. Und spätestens, wenn es neue Abgasnormen gibt, vermute ich mal, dass der Volkswagen-Konzern dem Charan und dem Alhambra auch sagt, auf Wiedersehen und in Portugal statt den beiden dann einfach noch mehr T-Rocks oder andere SUVs gebaut werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen bei diesem Video ohne Aber, dafür mit Van. Danke an den Andi fürs Filmen. Vergesst nicht, den Test zu lesen. Bei autonotizen.de steht der. Und ich kletter jetzt einfach, weil ich vorhin durchs Auto geklettert bin, auch wieder in das Auto hinein. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.